6. Was ein Spiel. Was ein Videospiel. Dort Josh, der beste Mario Party Teil, aber zum Glück hat er Unrecht. Welcher Teil ist denn besser? 7. Bye. DS. Hack, okay. Teil 2 hat nicht mal Content. Du wurdest argumentativ zerstört. Ja. Okay, dann spiele ich halt in Solo-Mode heute. Pech gehabt. Das ist dann gehen wir halt. Ja, ne? Hab ich nicht komplett verloren letztes Mal? Keine Ahnung, ihr verliert immer. Von daher, ich schau auf zu zählen. Abgehoben, ich schau kurz nach. Ich dachte, ich hab verloren. Ihr habt alle verloren. Schau kurz nach, Moment. Außer Marino, er ist Gewinner der Herzen. Der Herzen der Gewinner. Wieso liegt es so? Weil Josh Internet-Dinge macht. Oh, Josh, warum machst du okay, das? Okay, ich wurde Letzter. Ja, natürlich. Ja, du bist auch das Letzte. Echt so. Das heißt, wir fangen mit, womit fangen wir an? Ich will das Eisding haben. Snowflake Lake. Das ist einer meiner Lieblingsmaps. Die ist super. Ich weiß, dass ich die Fair Square nicht mag. Fair Square ist scheiße. Ich liebe Fair Square. Wir haben nie Fair Square. Fangen wir mit Clockwork Castle an. Clockwork Castle. Okay. Ja, das Schlimmste hinter uns. Josh, falsche Rundenzahl. Peinlich. Peinlich. Okay. Ich glaube, den Buhu für Mario Party 6 ist okay. Scheiße. Oh, hat kein Buhu sein. Ich bin ein ist Geist. Okay, Sigi wollte gerne. Ist okay. Achso, du wolltest Buhu haben. Ist okay. Oh, Hack, ich dachte, Sigi. Ich dachte, du bist tot, deswegen habe ich jetzt einfach Buhu genommen. Ist okay. Ich habe gar nicht drauf geachtet, wer mich genommen hat. Ich dachte, Hack hat Buhu genommen, einfach weil Hack Buhu nehmen wollte letztes Mal. Das wusste ich nicht. Ich kann nicht. Nein, ist okay. Bitte nimm du Buhu. Ich nehme jetzt Buhu. Ja, oh. Eine 10. Letzter. Marina. Also auf der Map gibt's Donkey Kong und Bowser und die laufen rum und wer die erreicht, bekommt einen Stern oder wird einen Stern geklaut. Das macht gerade viel Geräusche. Sigi. Achso, ich bin auch dabei. Hi. Bin sicher. Ich hab gerade eine WhatsApp-Nachricht bekommen. Ich hab heute Nacht den Superstar Saga Part endlich geschnitten. Ja. Guck mal, ein Huso. Ich wollte schon immer einen Hinweis haben. Ich habe immer eine Mario Party, wo Sigi nicht direkt Identify Luck kann auswendig lernen. Verdammt! Wir noch warten müssen. Hacke auf damit! Verdammt nochmal! Warum macht Tom so ein Kotzgeräusch? Ganz ehrlich! Nein, Marino, mach nochmal deins. Hey, Sneaky! Hey, Sneaky! Oh, das kommt von diesem Spiel? Oh, ja. Wie gut! Was sagst du? Hey, Stinky! Was macht Buu? Ach, ganz normale Buu-Geräusche, okay. Er macht halt immer ja, ich bin die Nummer 1! Na verdammt, was soll das? Ich frag mich, wie viele Samples insgesamt Buu in seiner Geschichte hatte. Vielleicht waren es 3 oder so. Ich hab kein Geld dafür. Gott, ich hasse, dieses Brett ist so unspaßig. Hello everyone, hello Kevin. Hello Kevin. Hello Kevin. Hi Kevin. 2 vs 2 Minigame. Oh Rock. Nein. Was ist das? Ich hab schon die Rogue gehofft. What, Finn? Das Minispiel kennst du. Ach so. Oh Gott, oh Gott. Das ist auch bei der Switch. Okay, Marino, hier ist der Plan. Okay. Wir gewinnen. Okay. Yoshi, okay. Ich nehme den Felsen bei mir. Yeah, da geht's ab. In unserem Cabrio. Aua. Was verprügelt ihr euch da gegenseitig? Ist ein Freundschaftsding, ja, verstehst du nicht? Achso. Aber mach mal mit Kicken. Ja, Kicken ist das Stärkste. Oh mein Gott. Ey, Yoshi, warum kickst du mich da immer? Du bist im Weg! Ich hab nur den Stein kaputt gemacht.
ganz voll auf mich drauf. Ja, und? Du siehst halt aus wie so ein Stein. Mario! Steh doch auf, hallo. So ein kleiner Tritt, was soll das? Ja, als ob ich bin ich mit extra... Ganz ehrlich, Yoshi, was soll das denn? Nur weil ich ein Anti-Mate bin, heißt das nicht, dass du mich flamen darfst. Can't touch me. Am Ende war es nur noch ein One-on-One zwischen euch beiden. Ich bin absolut. Diese Runde Super Smash Bros. Habe ich gewonnen. Ja, sagen wir unentschieden. Sagen wir Raid Shadow Legends. Ich hasse dich. Hör auf, Hack! Das ist zu lustig! Stinky! Warum sagst du Stinky? Ja, einfach so. Schade. Luigi hatte auch einen guten Ton, aber ich weiß nicht mehr, was er sagt. Ich hatte kurz gehofft, dass ich 7 Münzen rausbekomme. Ja, doch nur eins! Yeah! Yeah! Fortschritte! Du hast den Erg-Urg. Geh weg. Das ist gemein. Wenigstens bekommst du kein Geld aus der Kapsel. Ja, aber ich mag dein Gesicht da nicht. Auf... Oh! Als ob! Ah, nee, du kannst dir nicht leisten. Die fahrt ja gleich noch. Nein! Hättest du Geld aus der Kapsel bekommen, wäre das Betrug gewesen. Oh, Moment. Ja, pass mal auf jetzt. Ja, fuck! Was geht ab? Dann nimmst du seine Banane. Jetzt kannst du einen Stern kaufen. Ich kann nicht mal auswählen, ob ich ihn will oder nicht. Geben Sie mir all Ihr Geld, Sie bekommen auch den Stern. Nö, keine Widerrede. Das ist nur aus unserer Gesellschaft geworden. Jetzt geben wir schon freiwillig Hurensöhnen Geld. Battle! Duel. Das kommt mir gelegen. Warum gerade? Das kann nicht wahr sein. War mal wieder so klar, dass gerade wenn sie kein Geld hat, ein Battle-Minigame kommt. Ich brauche halt Nachschub. Oh, Control-Stick ist cool. Was ist da für ein Glücksminispiel? Das linke ist Glück. Das linke. Okay, dann weh das bitte für mich. Macht alle links. Nein, ich hasse Strawberry Short Fuse. Was ist das? Da musst du in die richtige Richtung zeigen. Da wird eine Richtung angezeigt und du musst... Du hast jetzt eh keine Wahl mehr. Das stimmt. Dann nehme ich das. Also da an der Tafel werden Pfeile angezeigt und ihr müsst mit dem normalen Stick und mit dem C-Stick dann in die richtige Richtung lenken. Oh nein, und ich habe eine unten Linksschwäche, unten Rechtsschwäche. Ja, seht ihr, fuck. Scheiße. Warte, ich muss mit beidem gleichzeitig? Ja, der eine zeigt zum Beispiel nach links und der andere nach unten. Und dann musst du beides machen. Gleichzeitig oder nacheinander? Gleichzeitig. Das, was auf der Tafel angezeigt wird. Oh Leute, ich kann... Ich bin richtungsblind, wie Marino. Ach so. Ja, das ist wie ich. Das kann nicht immer eure Ausrede für alles sein. Oh mein Gott, du siehst so cursed aus. Gott. Oh, es ging noch gar nicht los. Siehst du, klappt doch. Nein! T-Pose. Scheiße! Boah! Ich bin deine okay. Was? Oh. Na! Komm schon, dieser. Oh! Was? Dieser dumme Leck! Ja, der hat mich so aus dem Kontakt geworfen. Sebastian, was soll das? Was soll das, Sebastian? Ganz ehrlich.
Ja, ich bin zufrieden. Jetzt hat Ziggy wieder Geld. Es ist so typisch. Ja, was willst du? Oh nein, ich habe in einem Minispiel gewonnen. Es geht nicht darum, dass du in einem fucking Minispiel gewonnen hast. Es geht darum, dass ein fucking Battle-Minigame genau dann dran kam, als du all dein Geld verloren hast. Ja, cry about it, hä? Huh? Was denkst du, was ich gerade mache? Gut so. Ich liebe es, deine Tränen zu schmecken. Danke, sind mit Liebe geweint. 9. Wieso dürfen alle die Hand 9? Die Huckeli-Duckeli 9. Das bin ich. Hocke 9. Und kann ich diesmal mehr als eine 1 würfeln? Die Röhre ist da unten, Monkey Kong ist da hinten. Was habe ich noch übrig? Eine 3. Wo bringt dich die Röhre überhaupt hin? Achso, da. Ich weiß nicht, was das Fragezeichen da bringt, deswegen gehe ich einfach mal dahin. Bekomme ich noch einen Twister dazu? Oh, die Warpipes werden geschaffelt. Das klingt lustig. Achso, okay. Ah ja, das. Oh. Ich mag die Musik. Echt? Ich finde die super nervig. Ich auch. Oh, natürlich. Huckeli-Duckeli bekommt den Steini. Ah ja, stimmt. Ich glaube, einen Münzstern gibt es in diesem Teil einen Kapselstern. Ja. Oh. Wer? Achso. Also der Münzstern wurde mit Kapselstern umgetauscht, oder? Ja. Ersetzt. Ersetzt. Gibt keinen Münzstern mehr. Oh, oh ja. Nein, du kommst gerade nicht aufs Schellsteinfeld. Das ist belastend. Da wäre ich auch nicht hingegangen. Warum nicht? Aus offensichtlichen Gründen. Warte. In der nächsten Runde ist es Nacht, oder? Ja, ich glaube. Ob. Ah ne, er kann es sich nicht leisten. Und du kannst dir nicht genug Geld. Oh nein. Nein, er kann dir nicht dein Geld ausrauben. Smash Dance. Melee-Spieler wie sein. Ha! Ground Pound Glowing Panels to score. Whoever ground pounds the most glowing panels wins. Ja, man muss die geilen leuchtenden Felder stampfen. Genau. Wer am meisten Punkte hat, der hat gewonnen. Also ich spiele, wo Siege gewinnt. Punkte, oder? Nee, die geben alle ein. Fuck, nein, Hack! Oh! Hack! Junge Hack, was soll das? Hack! Kann ich gar keine Punkte machen! Wie lange stand das ein? Sehr lange. Mein Gott! Tja. Ätzend. Ihr seid ätzend. Finish! Hey Marino, wir haben gewonnen. Mein Gott. Warte, ich muss noch Tweet machen. Fällt mir gerade ein. Früh gemerkt. Ich muss tweeten. Tweeten. Jetzt ist es Nacht. Ich meine. Bei Nacht geht das Brett in die exakt andere Richtung. Und Bowser kommt uns besuchen. Ja, natürlich kommt bei mir dann. Ich hab ja Hack, du hast eh nichts, alles gut. Was macht dieses Orb schon wieder? Lies es, das steht da! Das steht ja, doch da unten. Off, Marino! Du kannst Mama, den wieder nach Orbs hinter dich werfen übrigens. Cool, dann mach ich das. Nein, du schaust auf die Karte. Ja, ich Steuerung. Nö. Ja, ich Steuerung. Marino 2001. Hi. Hallo. Wann morgen ist Silvester? Weißt du, was nach Silvester ist? Böllern! Was? Das war ein Joke. Entschuldigung, nicht angenommen.
Beide Richtungen führen dich gleich, Marino. Das macht keinen Unterschied. Bei der einen bekommst du eine Kapsel und bei der anderen nicht. Josh, 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 chill. Was wäre eigentlich der Twist auf dieser Map? Der wirbelt einen anderen zu einem random Feld. Ach so. Ich hab noch Mario Party 5 drin. Ich erinnere mich. Tut mir leid, aber hier ist alles anders. Weiß nicht, was das Fragezeichen bringt, aber ich gehe einfach drauf. Da bekommst du Sterne oder so? Nee, wahrscheinlich nicht. You could lose all your orbs. Hm. Klar. Are you kidding? I was spawn ready. Macht der Koopas, which places through passes it. Das ist switchen und das ist irgendwo random. Ich glaube, irgendwo random ist mehr toxisch. Und so scheiße Toadstimmen machen. Hä, gehst du zu Bowser? Oder Bowser? Nicht? Okay, komm her. Oh mein Gott. Ein Star! Er hat Shadow Star gesagt. Du bist trotzdem ein Star. Du bist ein Star. Danke. Jetzt geht er zu Maroni. Monis Macaroni. Nein, Maroni, Maroni zu Marino und mir. Not bad. Wie mein Bett. Ich bin immer noch nicht mehr als 5 Felder da irgendwie. Er wegen Siggis Flomp. Hey, jetzt gib mich Chemie die Schuld. Ja. An was gebe ich dir denn ein bisschen nicht die Schuld? Ich möchte Einspruch einlegen. Festheim! Ich meine, Mirakel. Solange es nichts mit Münzen zu tun hat, bin ich zufrieden. Oh Mann, warum? Reversal of Fortune. Oder wie heißt das nochmal? Es heißt. Irgendwas. Es hat keinen Namen. Oh Gott, Marino. Oh nein. Marino? Nein. Ich hab Angst. Oh, nein. Ich bin raus. Nein, oh komm, warum? Oh, mach nichts Falsches, bitte. Ich will, dass Marino Yoshis Münzen bekommt. Ja, oh. Danke, Siggi, ich liebe dich. Weißt du, ich hasse dich, Siggi. Weißt du, ich hasse dich. Okay, okay, Marino, pass auf. Ich hab gesagt, ich möchte, dass du Dr. Yoshis Münzen bekommst. Hast du nicht. Ich konnte es leider nicht entscheiden. Nein, weißt du, das hast du nicht. Das Spiel, doch, ich hab Videobeweis. Ich schwöre. Wo zeigt mir dein Videobeweis? twitch.tv/joshkop. Ist nicht eine seriöse Seite. Ich weiß ja nicht. Marien, und danke, dass du mir die Steuern bei Bowser erlassen hast. Oh nein, wenn ich würfeln muss. Tja. Ja. Ja, das kommt davon. Poké Punch-Out, mein liebster Teil der Reihe. Okay. Fast so wie Mike Tysons Punch-Out. Du bist echt verantwortungsvoll mit meinem Geld, um Josh. Du musst die Pokés umbringen. Schlagen. Ah, okay. Das sieht. Diese Pokés sehen ja so vercrackt aus, was zur Hölle. Wenn ihr die Pokés am Kopf trefft, Scheiße. Wenn ihr die Pokés am Kopf trefft, dann bekommt ihr mehr Punkte. Also die liegen dann sofort kaputt. Wann haben Pokies eigentlich ihr Redesign bekommen? War das erst in New Super Mario Bros? Die hatten schon viel früher eins, aber hier benutzen sie einfach das Mario 64 Design. Ich dachte, das wäre das Mario World Design. Aber gut, das haben das ja. In Mario 64 gab es Pokies? Ja, in der Wüste. In der Wubi-Wauber-Wüste. Hey. Echt? Ich kann mich daran überhaupt nicht erinnern. Na gut, ja, ich mag auch Mario 64 nicht. Stimmt, du bist ja mehr so der Sunshine-Typ, ne? Junge, könnt ihr auch mal aufhören, mich zu boxen? Das fuckt so ab. Nö, du boxst mich selber. Pech da. Echt so. Ach, komm mal. Ich dachte, ich wäre einmal gut und dann kommt so ein hässlicher Drache. Du wurdest Zweite. Das bringt mir nichts. Ja und? Deine Mama. Da Felix noch 10 Münzen behalten nach der Runde. Ich hab nur 3 Münzen.
Nein! Wobei, wenn Bowser mich dann wieder einholt, habe ich wieder alles verloren. Ja. Habt uns nicht! Weißt du, was ich dazu sage? Kann ich das auf mich selber? Geht das noch? Nee. Das ist also das Spiel. Ganz ein paar Kapseln auf dich selber einsetzen wie Pilze. Ich glaub, die grün. Yeah! Weil wenn würde ich auf jeden Fall den dummen Twister auf mich einsetzen. Oh Gott, das muss ich hoffen, ne? Ich will mir eine Kapsel holen. Capsule. Also. Ich will hier weg. Damit ich nicht zweimal an den zahlen muss. Das geht nicht auf dich selbst. Ach ja. Stimmt. Ich hab wenigstens keine Ahnung. Jetzt komme ich so aus dem Marinofeld. Ach ja, der haut ja ab. Ich hab's vergessen. Was kommt denn? Na! Hau ab! Ah ne, der geht ja nach rechts raus. Oh ne, aber mein, ich land hier, alles gut. Was hat Marino da für eine Kapsel implantiert? Teleportationskapsel oder so. Ja. Oder irgendwas Plätze tauschen oder irgendwie sowas. Das ist sehr vorteilhaft, jetzt rennt Hack nicht in Bowser rein. Naja doch. Hallo Hack. Naja, doch. Warte, jetzt bin ich da, wo. Ach, come on, Alter. Marino, du bist literally 1 Zentimeter weggegangen. You're broke. Er wollte ja einen Orb haben. Kein Item-Shop für Hack. Ich hab 3 Münzen. Oh, Gui geht weg zum Glück. Wenn er mich nochmal einholt. Oh Gott. Hey, Josh. Das ist das dritte fucking Mal in einer Runde. Eigentlich waren es 2 Runden, aber komm schon! Oh Mann. Wie viel Pech kann man haben? Mann, oh Mann. Ich dachte, du gibst mir wenigstens Mario Party 6 Mühe. Das hat nicht mit Mühe. Du hast wenigstens Time gewonnen, okay? Und ich hab nicht. Es hat nichts gebracht. Gar nichts. Search and Destroy. Das mach ich mit Marinos Kopf. Hey, ist unnett. Das ist mein Spiel. Marino bewegt die Kugel vertikal und horizontal mit den Sticks und wir müssen ausweichen vor den Blitzen. Die normalen Blitze, die stunnen uns nur und die Kugel, die haut uns raus. So wie Hages gerade getan hat. Ich wollte euch das nur zeigen. Achso, ja. Danke. Sehr nett von dir. Es musst du mir ja. Nein! Ich wollte sicher gehen, dass Josh es versteht. Da! Oh, Sebastian, Hilfe! Nein! Wie hast du das nicht gekriegt? Ich raste aus! Ja! Come on. Gewonnen! Wow! Hä? Schwach. Alter, das war arschknapp. Guck mal, wie klein Josh ist. Ich gewinne alle Minispiele, trotzdem verliere ich. I'm 14 and this is deep. Oh, es ist noch eine Runde Nacht. Hey Marino, würfel mal hoch genug. Das ist ein Bowser. Tja. Weißt du, was ich dazu sage? Warte, das ist für mich scheiße, weil ich jetzt hier nicht mehr in diesen Shop reingehen kann. Egal. Ja, das ist hey, doch Josh, direkt vor mir. Du hast es gerade nicht leicht, hä? Ich bin nur 2. Das ist eine Fuck. 1. Hier, nimm meine Superpilz, Marino. Ich brauch den eh nicht. Oh, danke. Du Iron Man. Hätte schlimmer kommen können.
Fuck! Warte, wo ist Bowser? Da ist Bowser, okay. Nicht bei dir. Okay. Du musst eine Kapsel dadurch bekommen. Was ist das Ereignis da oben in der Mitte? Ich hab keine Ahnung, probier aus. Ein Creeper-Kopf. Okay. Achso, du hast eine 5. Warum nicht? Ach, da komme ich gar nicht auch, okay. Ich kann nur hoffen, dass er nicht hochwürfelt. Aha. Er würfelt doppelt. Nein! Ja, komm, geh runter. Das Och. War's mit Hacks Gehalt. Hey Leute, na? Warharhar. Warharhar. Oh oh. Das lasst ihr euch schon die ganze Zeit von Bowser erwischen, hä? Happy Birthday, Marino! Danke. Was? Sigi hat geschrieben, Marino feiert seinen 6. Geburtstag und das müssen wir ja wohl feiern. Das muss ich retweeten, so. Mein, der Tweet wird sowieso nach dem Stream gelöscht, aber danke für deinen. Ich weiß. Danke. Der Wille zählt, ja. Alle gegen mich. Nick? Oh nein. Die haben die nicht ausgemacht? Oh. Fruit Talk Tale. Okay. Also, du musst jetzt R drücken, um die Command-Liste zu öffnen. One player says the name of a fruit, the other players have to scramble to the corresponding space. Ich kann was sagen und ihr müsst dann zur Frucht gehen, okay. Das ist wie Hexagon Chaos, aber mit Früchten. Fuck, okay, ich hab gerade retweeten, jetzt hab ich nicht mehr zugehört, was. Hä? Hä? Ich wollte mich verarschen. Als ob das eine Minute lang geht, was? Okay. Apfel. Die wollten wir ausmachen. Ja, mach mal aus. Ja, bitte. Die Mic-Spiele sind so dämlich, warum existieren die eigentlich? Weil die innovativ sein wollen. Weil man das cool in der Werbung bewerben kann. Achso. Natürlich gehe ich jetzt genau in die andere Richtung. Donkey Kong. Ah ne, warte, vielleicht überholt er mich. Hoffentlich. Ja. Mikrofon ist da. Hack! Hey Stinky! Hey Stinky! Yeah, noch ein. Ich war die ganze Nacht über in dem Scheißgebiet da gefangen und jetzt. Die ganze Nacht. Wir feiern die ganze Nacht. Was geht ab? Wo ist denn die Röhre? Weiß ich noch nicht. Ba-ba-da-ba-ba. Wie hab ich denn noch? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja? Also, das ist eine rote, ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay. Okay. Du wirst da unten hinkommen. Will ich aber nicht. Oder könnte DK auf dich zulaufen? Will ich aber nicht. Ich auch nicht. Fuck ihr Hurensohn. Ich hasse Affen. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hätte ich gerne. Das ist meine Zahl. Nee, egal. Hey. Ich war manchmal im Team, deswegen darf ich die würfeln. Hey. Oh, Sigi, wie hast du das denn geschafft?
Ich hab A gedrückt und war cool. Warum bist du nicht in die Röhre gegangen? Da muss man auch A drücken und cool sein für. Aber cringe. Was macht das Fragezeichen überhaupt? Ich hab keine Ahnung. Warum weißt du nicht? Du bist. Ich hab Clockwork Castle einmal gespielt. Gut so. Ja, das ist kacke. Hä? Als ob das auch noch als Feld zählt. Der würfelt jetzt wieder doppelt. Bitte geh zu mir, bitte geh zu mir, bitte. Warte, ich bin doch direkt natürlich da, oder? Natürlich. Ja. Ich will aber keinen Stern. Verdammt, Donkey Kong. Ich will keinen. Nein. Mann. Warum haben alle drei Münzen außer Marino? Mann, was soll das denn? Alle gegen Schmiggy. Conveyor Bolt. Cool. Ja, die Tagversion war die, wo wir wegrennen müssen, okay. Also ja. Ziggy kann so bewegen und Blitze droppen und wir müssen dem ausweichen. Genau. Aha. Wenn es sein muss, hey, dass der Wind fliegt. Die Nachtversion war genau umgekehrt, also da sind die drei oben und der eine läuft unten. Ja, was soll das überhaupt? Das ist voll unfair. Au. Sag ich ja, voll unfair. Wow. Nice. Gut gemacht, Marino. Ich bin der Donnergott. Aber kennst du auch schon deinen Bruder, den Dönergott? Ich hätte jetzt gern Döner, aber es ist mir nicht vergönnt. Ich muss Mario Party spielen. Du hast ein trauriges Leben. Hättest du vorher bestellen müssen. Bestellen in meiner Gegend. Die kennen das Wort nicht mal. Wenn, warte. Ist, du weißt, was es heißt. Warte, du musst deinen eigenen Dönerladen aufmachen, Sigi. Okay. Was machst du da überhaupt, Marino? Ja, was? Ich wollte kurz schauen, was für, ob der Tag schon fast wieder vorbei ist. Ach so, und das warst du dich fünfmal im selben Satz verhaspelt? Ja. Beeindruckend. Ich weiß. Du könntest aufs Duellfeld kommen. Guck mal, wenn du A drückst, kommst du auf die Switch-Version. Ja! Warte, wie komme ich denn aufs Duellfeld? Wenn ich was mache? Wenn du eine, ja, wenn 1, du A 2, drückst. 3, 4, wenn 5, 6, 7 würfelst. Ja, das ist eine 1. Ja. Meta-Versuch. Warum sind die Chance-Time-Felder? Das ist ziemlich Ratio. Ziemlich Ratio. Was auf der Mann vertraut. Befängt dich bei Huckleberry Finn. Das ist Englisch, vielleicht bedanke ich. Huckleberry Finn. Oh, da waren. Oh. Danke. Willst du meinen Twister haben? Bitte. Ja. Gönn dir. Okay. Gönn dir, Bruder. Ich gönne mir Judas. Was? Nein, das funktioniert nicht. Judas. Sass. Ich hab gesehen, er hat Jesus im Electrical umgebracht. Oh, Josh. Josh. Sei doch einfach still. Sag, warum? Ich bin verwirrt. Wenn ich da einmal wegkomme. Ich sehe schon, Hack, wenn wir in der letzten Runde auf Chance Time kommen und alle Sterne von Siggi holen. Oder von mir. Wahrscheinlich eher von mir. Scheiße. Am Ende heißt es, bei mir, du musst noch mehr zahlen. Okay. Das ist auch so eine Sache, die ja jede zweite Party sagt und es passiert nicht. Ja, aber wir werden Sterne trotzdem am Ende abgezogen. Okay. Das passiert wirklich. Das ist real. Ja, aber weißt du was? Okay, Hack, ich beschwere mich nie wieder, dass du einen Super Shroom einsetzt, wenn du direkt danach noch einen bekommst. Wolltest du dich von da oben weg? Ja. Knister, knister, knister.
Sigi futtert lieber, statt dran zu sein. Ich hab noch Kinder-Bueno stehen. Oh, ich möchte auch bitte, vielleicht. Ich bin nicht der größte Kinder-Bueno-Fan, aber gönn dir. Deswegen habe ich auch keinen Respekt vor dir. Sigi, du hättest so oder so keinen Respekt vor mir. Kannst du Kinder-Bueno nicht mögen? Real Talk. Kann es sein, dass du dumm bist oder so? Sigi doch nicht. Er ist nur sehr dumm. Das stimmt. Oh Mann, jetzt müssten wir nur noch beide uns Donkey genug Geld Monkey Affe kommen. Ach so. Konke the Monkey. Affen stark. Staffen Affe. SOS, ja. Affenalarm, viel Schiebe raus, doch passt gut auf, Sigi und ich haben nicht genug Geld drauf. Natürlich, natürlich ist er jetzt direkt hinter mir. Oh Gott. Meins vor dir. Ja. Aber was ist jetzt schlimm daran? Dann musst du das Spiel gewinnen, dann hast du einen Stern. Aber ich dachte, ab nächster Runde ist wieder Nacht. Nein. Oh ja, dann. Treasure Trawlers. Oh, das Spiel ist kacke. Weißt du, was noch kacke ist? Dieser ja. Rage. Das muss man machen. Sobald ein Ausrufezeichen über dir erscheint, musst du A drücken und einen Berg, genau, und einen Schatz halten oder melken. Okay. Verstehe ich. Gedrückt halten oder einfach melken. A drücken. Einmal drücken, okay. Ich vertraue dir jetzt. Ich habe das Minispiel mal gespielt mit Rumble an, aber da hatte der Rest kein Rumble an. Das war ziemlich lustig. Ich habe eine dumme Bombe bekommen. Ich habe gar nichts bekommen. Ey! Was? Ich hab zwei Bomben bekommen! Was für ein oller Betrug! Im Ernst, eine Goldtruhe! Ja, Wahnsinn. Marina bekommt die Goldtruhe und ich bekomme drei Bomben in Folge. Was soll das denn? Ja, ich schub's dich halt weg. Wo ist dein Problem? Dieses Spiel ist aber rigged. Es hat mich aber gewinnen lassen. Ich hab. Ja, toll, ich hab zweimal Licht und zweimal einen Bomb bekommen. Sigi, ich hab drei Bomben bekommen. Ich hab eine. Ich hab drei Bomben bekommen. Gefällt mir. Und dann einen Mitleidspunkt am Ende. Sigi, einmal hast du nichts bekommen, weil ich aus dem Weg gestoßen hab. Ja, deswegen hasse ich dich ja auch. Heiraten? Nein. Marino, willst du doch schon mal sicher gehen, was dir gar nichts bringt? Doch, weil nächste Runde ist ja Bowser da und dann... Ah, ja, nee, warte. Donkey Kong kann auch doch noch würfeln. Ja, aber... Ja, okay. Eigentlich macht das überhaupt keinen Sinn, stimmt. Was sagst du jetzt so? Hä, warum konnte er jetzt ablehnen? Wahrscheinlich, wenn Donkey Kong dich reinholt, dann zwingt er dir den Stern auf, wenn du ihn einholst, dann darfst du es ja auswählen. Oder Donkey Kong mag es nicht, Stinky genannt zu werden und hat Angst davor. Ah ja, stimmt. Stinky King. Das macht mehr Sinn. Oh, kein Duell. Du musst jetzt sagen, Marino, sonst ist es nicht. Ich wollte ein Duell gegen Marino spielen. Ich kann immer noch nicht so Runde Nummer 1 würfeln. Dann halt nicht Marino. Mann. 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 Oh mein Gott, Metallnase! Chromnase. Was bringt dir das jetzt überhaupt? Ich wollte die für Thomas den Flex. Für den Flex. Für den Flex. Wer von euch mochte die Musik nochmal? Ich. Oh, hol dir mal einen neuen Geschmack. Ach so. Ich hab keinen Geschmack. Oh, bitte, hör mal auf damit, das sind echt doofe Knistergeräusche. Hab mich lieb. Komm, rechts, Chance Time auch. Ich wäre nicht auf Chance Time gelandet. Dafür hätte ich eine 6 gebraucht. Oh. Danke, Sonny. Rot oder blau? MX rot, MX. Ich vertraue nicht auf Marino. Okay. Mann, die 10 Münzen werden mir gleich von Bowser geklaut. Er kann auf Chance Time landen. Die werden ein Stern klaut, Josh.
Oh, scheiße. Oh, oh. Oh, oh. UFO. Die Aliens. Oh. Ich werde nie von hier unten rechts und so wegkommen. Das ist... Help me. In Germany we call this pine. Halt's Maul. Hey, Huxley, ich hab dir was hingebaut, dass du wegkommst. Ich wollte es eigentlich direkt vor Huck werfen, aber dann hat... Dann hat? Sag ich nicht. Der Donkey Kong würfelt jetzt eine 50, damit er dich noch erreicht. Oh Mann, ich darf nächste Runde direkt in Bowser reinrennen, wie schön! Ja, Bowser! Yeah! Ist ja nicht das erste Mal, dass das vorgekommen ist. Echt? Freeze Frame. Das ist doof. Das ist das, wo man die Goombas festhalten muss, ne? Gefrorene Rahmen. Nein, das wo man... Ja. Das heißt Freeze Frame, Josh. Also du kannst ein Foto machen. Ich kann das sowieso gar nicht. Du kannst ein Foto machen und wer am Ende die meisten Goombas auf dem Bild hat gewonnen und ein UFO bringt 3 Punkte. Kannst du ein Foto machen und dich nach rechts und links bewegen. Okay. Ein einziges. Mit A, oder? Mit A. Ja, mit A. Das war schlecht. Oh, ich auch. Finish! Nein. Oh, Huck hat gewonnen. Was? Warum bist du in Mario Party 6 so viel besser als in Teil 5? Ich... Besser? Von den Minispielen bisher, ja. Ich bin sowas von scheiße. In Mario Party 5 warst du bei jedem Minispiel letzter und hier wirst du erster. Na, zum ersten Mal bin ich jetzt erster, nach 50 Runden. Hm. Hack, du, das ist nicht das erste Minispiel, wo du erster wurdest. Ja, Mann! Fuck, ich hab's mal vergessen. Mann, das war gerade so eine Enttäuschung. Marino, Mama Marino, was machst du denn da? Ja, genau, gönn dem Jungen halt direkt. Deswegen, ich behalte genau eine Münze davon. Deswegen ja. Es war eine absolute Verschwendung, die jetzt einzusetzen statt nächste Runde. Ah, nee, Moment, ich verliere nur meinen Stern, alles gut. Ach, wenn sonst nichts ist. Bitte bring mich um. Nein, du musst Mario Party streamen. Du hast eine Verantwortung. Verdammt. Willst du in den Gucci-Store? Kannst du einen Erg-Org für 5 Münzen kaufen. Nein, jetzt komme ich zu Bowser. Bowser! Bowser! Ja klar, als ob dich das Spiel zu Bowser lässt. Ja natürlich, Yoshi darf was spielen und ich nicht. Das sag ich doch. Du willst doch niemals so hoch, dass dich Bowser erwischen kann. Dann ist er gut. Dann ist meine 9. Und Bowser denkt, er hat einfach Pech gehabt. Ich hätte einfach meine 9 weggenommen. Hack, die 9 ist Public Property. Es tut mir leid, dir das klar werden lassen zu müssen. Die 9 gehört nicht dir. Die gehört nämlich mir. Ich habe sie gestern aus dem Supermarkt geklaut. War zwar gerade reduziert im Kühlregal, aber... Die im Kühlregal. Du könntest ich mal nicht... einfach sofort. Aber nein, ich habe hab nur L gedrückt. War nur Practice. Alles gut. Leute. Keine Sorge. Also, wir sind im Hovercraft, wir können bewegen und wir müssen alle abballern. Wir haben zuerst 5 Leute fünfmal geballert, da waren 6. Ich baller dich Ballermann ins Gesicht. Was? Ja, yeah, ballern. Ballermann, die Atzene Frauenarzt. Okay. Wie deine Mutter. Marino, du bist kein Frauenarzt, auch wenn du es dir wünschen würdest. Wie, Mario? Das ist eine Band. Ich mein Marino als Arzt, das ist gruselig. Nein. Geh weg! Was willst du? Au. Tötet Josh. Ich versuch's ja, aber ihr knallt mich die ganze Zeit ab. Ja. Das hat seine Gründe.
Das hat seine Gründe. Wie bitte? Siggi braucht noch einen Punkt, dann hat er gewonnen. Oh, es liegt. Oh, jetzt bin ich wieder schuld, dass sie keinen Spaß hat, oder was? Jetzt hab ich gewonnen. Fickt euch. Fickt euch einfach. Nein. Fickt euch. Ja, okay, dann sag mir bitte, wie das geht. Dann fick ich mich. Nein, du nicht. Dich mag ich. Aber die anderen okay. sind falsch. Okay. Ja, fickt euch. Was hab ich denn falsch gemacht? Du hast Dr. Yoshi gewinnen lassen. Ich wie habe machst du so was? Hä? Ich hab einfach nur gut gespielt. Ich hab nur gut gespielt. Ich bin nett. Nein, weißt du was? Du hast mal. Warum setzt du den Orb ein? Ja, Bowser muss irgendwie nur eine 5 würfeln oder eine 6, um mich zu kriegen. Oh scheiße, das ist ein bisschen so zu hoch. Scheiße, nein! Oh gut. Ja, Martino, geht weg. Ich meine, warum gehst du zum Twister, wenn du unbedingt von Bowser weggehen willst? Nein! Es will ich ja so machen. Oh. Und jetzt wieder noch. Ich mein. Oh, was ist das? Jetzt bist du noch der Weckel-Twister. Nein, ich will nicht. Marin, du wirst in einer Runde über das halbe Brett kommen. Ich hab grad einfach den Kopf. Was ist da gerade passiert? Ich wurde dreimal gewarbt. Du wurdest getwistert, Mister. Geh zu Bowser. Twister, Mister. Geh zu Bowser. Nö. Ich komm zu euch. Nee, geh mal weg. Mister Twister. Ihr habt den Flomp-Orb. Flumpy. Schwumpy. Mit einer 2 kannst du ein Duell machen. Ich weiß nicht, was dir ein Duell bringen soll, ohne Geld und ohne Sterne, aber... Die Möglichkeit ist da. Aua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh. Kannst du eine Kapsel holen? Ich hätte sehr gerne eine Kapsel. Und dann gehe ich zu Josh. Ich kann Josh. Ja, Josh halt. Josh halt. Bowser macht den Bruder und muss los. Oder auch nicht. Das ist immer noch eine 9. Das ist meine Sache. Denkst du einem Kriminellen, das ist. Egal. Nicht egal. Außer er ist nicht kriminell, er ist super freundlich. Nur weil du super freundlich bist, heißt nicht, dass du nicht kriminell sein kannst. Er ist ein freundlicher Krimineller. Los, mach 50 Münzen. Alle Münzen von jedem. Los. Yeah, ja, das war nicht. Das ist nicht 15. Rechts Stand ist ein Survival-Spiel. In der Mitte müssen wir schießen und links ist irgendwas. Das ist ein. Stand by me. Ich glaube, das ist ein Timing-Spiel. Das ist magisch. Ich mag den Namen. Ganz cool. Stand by me. Wegen. Die Amount of Time. Stand by me. Das muss man machen. Wir müssen A drücken. Stamp the pieces of Papa as they zum be you on the conveyor belt. Aber wir müssen so viel stempeln, wie es nur geht. Mit A kannst du rechts und mit B links stempeln. Ich habe eine rechts-links. A ist links oder rechts? Was? A rechts, B links. Oh je. Scheiße. So, ich habe daneben gestempelt. Sebastian. Ich hab schon oft genug daneben gestempelt. Hä? Als ob. Nice. Wie hat sie die 27 geschafft? Wieso habt ihr einfach gefühlt alle hingekriegt? Ich hab zweimal daneben gestempelt, das hat mir den Sieg gekostet. Ja. Ja, wie habt ihr denn das so gut. Wir haben einfach jeden Stempel gestempelt, da waren doch genug. Deine Mutter. 5 Mitleidsmünzen, wow. Bin ich natürlich wieder nicht.
Du bist ja auch Letzte. Ey, ja, ich bin doch das Letzte. Siehst du doch, wie kacke ich in diesem Spiel bin. Du bist nicht kacke. Du get warm. Du bist nur sehr kacke. Guck, ich hab nichts. Nichts. Wie kann man dann nicht kacke sein, wenn man nichts hat? Mir wurde mein Stern geklaut. Ja, geh woanders heulen. Du hattest wenigstens einen Stern. Ja, und wir wurden danach... Ich hatte nicht mehr als 20 Münzen in dem ganzen Spiel jetzt. Ratio. Marino spendet sein ganzes Vermögen. Seine Mitleidsmünzen direkt wieder. Du kommst übrigens nur ein Feld weit, wollte ich dir nur gesagt haben. Hurensohn. Ich meine, ich mag dich. Kuss auf die Nuss. Oh nein. Endlich mal haben wir wieder mal eine Runde, wo Chainstime eine Sache ist. Mario Party 5 existiert Chainstime einfach nicht. Ey, wir hatten es einmal. Wir hatten es viel zu selten bei Mario Party 5 irgendwie. Kam mir so vor. Oh, warum ich? Was habe ich jetzt damit zu tun? Oh Gott. Mach nichts Falsches. Mach bitte nichts Falsches. Danke. Ja, komm, du bist doch... Ich habe nur Pech. Ich habe nur Pech. Und bin zusätzlich noch scheiße. Ich glaube, Sigi hat nur Glück. Was? Aber Hack hat ihre Pilzsammlung. Wow. Hack ist auf richtig geilen Pilzen. Marin, jetzt musst du noch den Schlaggeschroom und den Metal-Schroom machen, modellieren. Hack, du kannst doch mal auf Chance-Time landen, wenn du willst. Ich muss erstmal noch alle Mario Party 3 Dings modellieren, also per. Wie du musst alle Items modellieren. Da oben ist noch ein Chance-Time-Feld. Ich glaube, du brauchst eine 9 oder 10 oder so. 1, 2, oben, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eine 9 bräuchtest du. Das heißt, du musst bei der 8 ungefähr springen. Okay, Yoshi ist schuld, was auch immer jetzt passiert. Ja, ich bin schuld. Was hattet ihr überhaupt vor? Auf Chance Time zu landen. Oh. Ich landet gar nicht auf Chance Time. Ich weiß, weil hat eine 10 statt einer 9 gewürfelt hat. Das finde ich gut. Oh Mann, jetzt halte ich Siggi auf und nicht Marino. Sorry. Never mind. Was redest du denn da? Ist das hier die letzte Nacht? Für die letzte weiß Nacht. Ich glaub, hiernach ist es aber wieder Tag. Ich will nicht mit Yoshi. Warum nicht? Niemand will mit Yoshi. So eine leichte Brise bekommen wir doch hin. Nein. Wir müssen nur L und R abwechselnd mashen. Oh nein. Rhythmus, schnell. Schnell abwechseln einfach nur. Ja, können wir doch eh vergessen. Hack, falsche Einstellung. Also, du hast recht, aber... Alter, wie könnt ihr denn so schnell L und R drücken? Ich kann gar nicht so schnell L und R. Oder so. Wie? Was denn? GameCube-Controller sind doof. Der braucht es ewig, bis man L und R masht. Ich hab nen GameCube-Controller. So Controller wäre so viel besser als ein PlayStation 5-Controller bei sowas. Warum musst du denn auf den PS5-Controller? Ja, dann gib mir doch Geld für den GameCube-Controller, ey. Geh doch selber mal Geld anschaffen. Geh arbeiten, Yoshi, dann können wir weiterreden. Jetzt lass ich meinen Butler für mich erledigen. Geh arbeiten!
Ganz ehrlich, das ist so scheiß und dumm und respektlos von dir. Geh arbeiten und dann rede. Ich hab Angst. Ja, Arbeit sollte dir auch Angst machen. Das tut sie. Das Arbeitsleben ist ein dunkler Ort. Eine Mutters... Alter. Oh, hat alles geklappt. Der Plan ist aufgegangen. Mission bestanden. Oh nein. Okay, ich mach ganz schnell. Wenn ich jetzt auch mal was bekomme, oder will ich jetzt noch meine ganze Existenz? Ganz schnell A, ganz schnell A. Oh nein. Ich meine, was kannst du verlieren, Hack? Ach so, ja, stimmt. Meine unsichtbare Münze. Ich hab auch nichts zu verlieren. Außer dein ganzes Fuck! Geld. Oh nein. Ja, bitte, nimm alles, was ich hab. Jetzt musst du nicht mehr arbeiten. Oh. Da ist Konki Donk, da ist Konki Donk. Du hast selber Schuld, Yoshi. Du hast gesagt, geh zu Chance. Aber nur, weil ich nichts mehr zu verlieren hatte. Yay. Wie viel Glück kann ein einzelner Mensch haben? Nichts, Junge, das ist doch... Junge, was soll das? Digga, geh auf Chance Time. Vor allem, wenn er jetzt auch noch auf blaues Feld landet, dann hat er noch mehr. Es tut Schmerz. Dass er auch noch gerade so genug auf hat, um auf DK zu landen. Ja, DK geht gleich auf ihn zu. Zwischenruhe. Nein, der ja, ist. Der einzige ist, der Sterne hat. Das ist doch. Kann ich ja nichts für. Digga, gibst du mir einen Stern ab? Wenn du Chance Time timest, dann ja. Bitte. Ja, Hack, wenn du hoch genug würfelst, kannst du Donkey Kong erreichen. Du hast noch ein paar Pilze, oder? Ein paar. Mautown. Oh Gott, Mewtwo. Das ist das Rasenmäher-Spiel. Das ist ein Minispiel, was es gibt. Pass auf, wir müssen den Rasen mähen. Die Steuerung ist fucking weird und wer die meisten Rasen gewählt hat, hat gewonnen. A ist vorwärts, B ist rückwärts und mit dem Stick bewegen. Man, Dr. Yoshi erklärt das nicht gerne. Aha, fuck. Warte mal, die Steuerung ist wirklich weird, hä? Man muss nicht nach links und rechts, sondern nach oben, unten, links oder rechts dorthin zeigen, wo er hin steuern soll. Okay, nicht. Controls, was soll das? Gib mal weg! Gib du doch weg! Marino! Mein Gras! Mein Gras! Amsterdam! Marino und Amsterdam, be like. Ich verstehe das nicht. Das ist ja noch schlimmer als das Ballonspiel. Welches Ballonspiel? Da, wo du am Popo deine Ballons hast. Und vorne deine Spikes. Ach so. Bumper Balloon Cast. Oh, das ist cool. Da ist die Steuerung besser. Ich würde Chips essen. Okay. Nee, ich esse mir später welche. Nach dem Stream. Also, any opponent who lands to them must give. Oh. Oh. Ui. Als ob das nicht vor Siggi. Okay, das mach ich. Ah, cool! Cool! Warte, das ist. Moment. Cool! Oh, ich bin ja wirklich. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Let's go. Hab ich das nicht schön mitgesungen? Ja, ich bin begeistert. Dein Plan, Marino aufzuhalten, war nicht so erfolgreich. Ich hab mich selbst aufgehalten. Vier, zwei. Reicht nach überhaupt? Eine 8 reicht nicht mal. Der ist ein. Ich glaube, du hast ein oder zwei Felder mehr gebraucht. Oh je. Wieso gehst du jetzt in die Röhre? Warum nicht? Wegen Donkey Kong, der war doch direkt vor dir, wenn er niedrig würfelt. Hätte sich Marino. Aber der kommt doch jetzt hier nach unten. Ja, aber wenn er niedrig würfelt nicht. Ja, aber der kommt doch hier nach unten.
Nee, will ich nicht. Aus der zweiten Teil. Okay. Bye bye, Sigi. Bye bye. Sigi kann an den Stern kommen, weil er Sigi ist. Jetzt klau doch nicht meinen Stern. Hack erst Sigi, was erwartest du? Dass er mir einmal einen Stern gönnt. Ich lande auf Chance Time jetzt. Wäre lustig. Das wäre toll. Dann Sterntausch mit Marino. Das wäre toll. Ich stand ein Feld davor, oder? Bitte schön, Hack. By the way. Als ob ich da rankomme. Zwei Felder davor. Ich hab getan, was ich konnte. Und jetzt macht er eine 3000 und ist ganz weit weg von mir. Er würfelt doppelt. Siehst du, eine 12 und eine 1000. Ich wusste gar nicht, dass du so gut zählen kannst. Danke. Big Maps. Quick Maps. Oh, throw me a bone. Nein. Trap Ease Assist. Artist. Ich bin dumm. Hör einfach auf, dumm zu sein. Oh nein. Ja, das. Das ist ein Spiel. Keiner von uns drückt A und bis es von alleine runtergeht. Oh Gott. Ja, bei Dr. Osh ist wichtig. Nein! Nein! Der Goldene war direkt bei mir. Deswegen habe ich A gemeldet. Oh, ein Goldener. Ich glaube, Hack oder Sigi hat gewonnen. Als ob. Siehst du, ich hab noch gar kein Minispiel wirklich gewonnen. Hack, du hast zwei Stück gewonnen. Nein, hab ich nicht! Hat sie wirklich nicht, Josh? Jetzt fang du auch nicht damit an. Na siehst du, hab ich nicht! Können die beiden einfach nicht fressen? Die Minispiele zählen nicht! Was zählt denn? Alles alleine machen, das zählt. Ja, das hast du doch geschafft. Nein, hab ich nicht. Doch. Nein. Oh, mein Gott, Marino, du schlägst aber ganz schön drauf, mir diese Pflanze auf den Hals zu hetzen. Tut mir leid, dann halt nicht, dann geh ich halt auf Chance Time. Oder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, dann geh doch auf Chance Time, mach doch mal. Ja, dann mach ich halt. Ja, mach mal. Dann vergeigst genau wie Hack. Yes. Okay. Trau dich. Und jetzt klaust du mir meine letzten Münzen. Mach doch. Los. Hack, das sind immer noch meine letzten Münzen. Gott, weil der macht's ja wirklich. Ne? Kann ich ihn sehen? Du bitte sag mir was. Sehen. Was hast du zu verlieren? Alles. Alles. Sigi, du guckst auch nicht hin. Okay. Marino. Wär toll. Dr. Ishii sagt's eh schon vor. Ja. Ach, oh, Mann. Ich hab ein Déjà-vu. Ich glaube, ich werde hier wieder mal mein ganzes Geld los, oder? Ja, ich hab ein Déjà-vu. Cool. Déjà-vu, I've just beaten this place before. Ich hab's eine scheiß Chance-Timing. Mann! Nein. Das sind immer noch meine neuen Leute. Also Leute, ganz ehrlich. Leute, komm schon. Leute, ganz ehrlich. Leute. Bam. Das war mein. Ich lass mich davon eben gerne treffen. Ich steh drauf. Ich steh auf Erg-Urk. Junge, ich bin immer pleite. Und wenn ich Geld kriege, dann kann ich direkt wieder abgeben. So. Ja. Problem damit? Hast du mal eine Mark? Schnauze. Nicht die Map. Coole Map. Autsch. Ich wollte immer noch Marino damit aufhalten. Der hat mich platt geflommt. Oh, ich kann's gleich. Viel Spaß dabei. Danke. Odd Card Out. Oh.
Das ist das, wo man einfach den Knopf spammt und Glück. Zumindest macht Dr. Yoshi das. Eine Karte ist anders als die anderen Teams, die auswählen, aber in diesem Spiel kann man cheesen, genauso wie MPIQ, indem man einen Knopf masht. Bitte. Ja, dann mach bitte ohne Mashen, das ist langweilig. Okay. Ja, cool. Oh, was ist denn da anders? Ja, die Zündung ist gespiegelt. Wow. Nein, warte. Ich drück doch X. Ja, aber Sigi war zuerst da, deswegen kann man ja mashen. Oh, Mann. Das ist B. Wieder die Zündung andersrum. Wow. Ja, nein. Er hat den Mund offen. Soll den Mund schließen, sonst fliegen Fliegen rein. Und wenn Fliegen hinter... Nein, das sagst du jetzt nicht. Now you're gay. Okay. Hä? Nee, da war ein Regenbogen. So. Oh, das hat ein bisschen zu lange gedauert. Ich dachte, du meinst den Goomba. No, weil er den Mund offen hat. Oh, ich verstehe die Anspielung. Wow, Hack, du bist echt schmutzig. Na. Weißt du, was auch schmutzig ist? Dieser Rage. Hey, halt's Maul. Hey, Marino. Aber schön, Sigi, hallo, dass du es jetzt verstehst, wie dirty ich bin. Das ist, hat ein bisschen lange gedauert. Nein, das war schon bevor so, aber... Was? Yoshi, was ist auf diesem Feld? Nichts Gutes. Kekse. Kekse, genau, das sind Kekse. Vertrau mir, aber, Bruder. Aber Kekse aus böser Milch hergestellt. Ich natürlich aus böser Milch. Ist Gift. Aber was ist denn Bowser? Bowser geht nach links, Marino. Er geht nach links. Ja, aber dann bin ich dort unten. Marino. Und dann würfelt er voll hoch und dann hat er mich. Nein, Marino, du bist ein Feld davor. Du kannst dir aussuchen, in welche Richtung du gehst. Wie meinst du? Egal. 10 Münzen, bitte. Er hat aber nur 8. Eben. Bowser kann dir eh nichts klauen, also wo ist das Problem? Danke. Ich gebe dein Geld mal kurz weiter. Ich hoffe, du hast kein Problem damit. Ja, kein Problem. Wo ist die andere? Oh Gott, da. Achso, ich geh so rum. Früh gemerkt. Ja, denkst du, ich check hier irgendwie noch was? Also ich check hier nichts mehr. Aber wir bekommen auch nur Shrooms, oder? Ja. Weil du ein Shroom bist. Achso. Die Spezialitems für jeden Charakter gab es erst in Teil 7. Ja. Gott, mich nervt das so sehr, dass Sigi einfach alles hat. Er hat 5 Sterne und 69 Münzen. Er hat dann wirklich alles, was man haben möchte. Außer eine glückliche Beziehung. Ja, die versaust du dir dadurch. Das ist nicht mein Problem. Doch, du zwingst mich hier mit zu streamen. Nein, tue ich nicht. Doch, das doch, tut Hack. Ich sehe doch die Kette, die an meinem Fuß befestigt ist. Ja, und die habe ich nicht dran gemacht. Ach, das Spiel kann ich nicht. Memory Lane. Oh ja, es ist das Spiel. Wir müssen der Schalke, der gibt eine Route vor und die müssen wir nachlaufen. Oh Gott, das kann ich nicht. Ich bin sehr schlecht darin. Irgendjemand das. Go! Ich hab nach links gedrückt! Finish!
Wer hat jetzt gewonnen, Marina oder ich? Deine Mutter. Du. Ja, ich war ein Zentimeter eher da. Ich grüße meine Oma. Danke. Danke, Oma, dass du mir das möglich gemacht hast. Ehrenmann, Oma. Ehrenmann. Sorry, Marino, ich bin wohl ein Tick eher losgerannt. Oh, das war einfach nur Bullshit-Betrug. Das war... Nee, keine Ahnung. Kommst du auf Chance Time? Mal schauen, 1, 2, 3. Als ob. Ja, ich komme auf Chance Time. Ja, jetzt hast du wirklich nichts zu verlieren, weil du nichts hast. Ich safe komme ich jetzt nicht dran und gebe Sigi noch mehr Stuff. Was soll ich denn noch mehr bekommen? Ihr habt nichts. Geld, 20 Münzen. Irgendwann muss deine Glücksträne zu Ende sein, Sigi. Also, eigentlich nicht, aber... Ich versuche es einfach zu sehr. Ja, Mann! Ja! Komm schon! Sigi! Sigi! Oh. Oh nein, ich kann nicht hingucken. Nein, ich kann nicht hingucken. Das hat Marino die funny Zahl. Sterne wären cooler gewesen, aber das geht auch. Oh mein Gott, Marino, du bekommst meine 69, das heißt, wir haben jetzt Geschlechtsverkehr. Ja, du hast ja wirklich 69 übergeben, das ist eklig. Aber was gefällt mir. Was? Oh ja. Worum geht's? Ich weiß nicht. Weiß auch nicht. Ach, nichts. Marino für mich vernaschen. I'm 14 and this is deep. Ich wollte doch auch wieder auf Chance Time. Ihr habt jetzt Chance Time Auszeit. Sicher. Mal gucken, wo ich komme. Ich würde auch nur wieder 20 Münzen von Marino haben. Weil mir das Spiel nicht mehr gönnt. Außer 20 Münzen von Marino. Du meinst, ich glaube 40. Nein, 48 wegen diesem einen Feld und dann noch irgendwo sonst vielleicht. Okay. Ohne Beweise glaubt man hier gar nichts. Hack beschwert sich, dass sie nur Pilze bekommt und macht dann genau was? Mehr Pilze kaufen. Dich verstehe, wer will. Ich will's nicht, to be honest. Hey, willst du mir Geld geben oder die Röhre? Ja, als ob dieses Feld dort immer noch bleibt. Ich dachte, das verschwindet dann, aber nee. Ist das nicht direkt bei Bowser? Oh. Bowser ist cool. Wo ist Bowser? Bowser hat mir einen Lambo ausgegeben. Lambo! Oh, Sigi, du kommst auf Chance Time! Ja, ja. Wie wär's mit Chance Time? Oh Mann. Du kannst dir dein Geld zurück. Ich hab auch schon nicht Chance Time! Cringe, Sigi, cringe. Cringe. Ich bin gern cringe, wenn es heißt, dass ich nicht auf Chance Time muss. Cringe, Depp! Und Huck verliert all ihre Sachen, die sie gerade bekommen hat. Weil sie in die Röhre gestiegen ist, statt mir einen Zehner zu geben. Zugegeben, alles ist besser als dir einen Zehner zu geben. Ich glaube, 20 Münzen zu verlieren ist schlechter als 10 Münzen zu verlieren. Ja, aber sie verliert jetzt 10 Münzen an dich, das ist ja nochmal eine andere Sache. Ja. Nein, so funktioniert Wirtschaft, Ziggy. Geld verschwindet nicht einfach. Doch. Für andere Leute weitergegeben. Doch, nee. Hä, was? Worum geht's? Hä? Sprachenlernen Bubble? Schade, kein Wetter. Catch you later. Oh Gott. Ja! 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 Was ist das? Ihr sitzt auf dem Ketten und müsst Knochen werfen und der rennt dann dahin und wer das am Ziel ist, hat gewonnen. Das ist so ein Siegi-Spiel. Nein, absolut. Das ist voll cool. Es ist halt schon cool. Aber ein Siegi-Spiel. Aber ich kann's nicht. Aber throw me a bone. Aber es ist wirklich ein cooles Spiel. Ihr seid auf dem Rundhund, das kann nur gut sein. Aber es ist ein Siegi-Spiel. Ja, als ob deine Mutter... Fuck, ich bin direkt in die Säule gerast. Ich auch. Ja, da hätte ich gar nicht ausweichen können. Oh Mann. Finish! Lol. Als ob! Sigi, das war ein Foto-Finish. Ich war auch gerade im Ziel. Ja. Das ist dumm. Rundhund. Ach so, weil ich die eine dumme Säule noch mitgenommen habe. Warum
machst du solche Sachen? Ich stehe halt auf Säulen, was dagegen? Aber du bist doch nicht Iblali. Ich bin aber Iblali positiv. Ja, das verstehe ich nicht. Sigi, du verstehst auch. Oh yeah! Säule ist einfach zu süß, das verstehst du nicht, Sigi. Okay. Säule. Never fight Geld. Josh gönnt einfach. Wurde einfach innerhalb von 2 Runden einfach reich. Ich sollte mich nie wieder darüber freuen, Geld von Marino zu bekommen, weil dann passiert genau das. Das ist halt die Rache. Hat nicht mit Rache zu tun, das hat einfach nur mit meinem nicht vorhandenen Glück zu tun. Hast du nicht schon das Glück, hallo? Du gewinnst ein paar Minispiele. Ja, die nichts mit Glück zu tun haben. Danke, Sigi. Ja, bitteschön. Kleiner als 3. Kleiner als 3. Doppelpunkt 3. Nein, ich wollte eine was? Andere Zahl. Welche denn? Eine andere. Oh, was macht Bowser da? Grillen. Ach, ich bin ja hier. Grillieren. Ist irgendjemand hier bei mir? Da. Ja, das sieht kuschelig aus. Verstehe das Timing dieser blöden Arschlöcher, nein. Du musst halt deine Zahl vorher drücken. Ich verstehe, ich hab... Ja. Go Bowser. Go Bowser. Pokémon Go Bowser. Oh nein. Josh verliert alles. Aua. Das ist gut. Wie viele dumme Z-Sterne will er mir noch geben? Du kannst jetzt wieder schlechter als ich sein. Hack! Du redest hier mit mir, was erwartest du? Ja, ich bin doch die Schlechte hier. Lass mich mal. Ja, und ich bin der kein Glück hat. Nein. Also, was ist das Problem? Gondolock, leider ist ein Buttonmasher. Ah, cool. Ist das der, wo man, den Button mash, der da gerade steht? Und dann muss man diesen bestimmten Knopf drücken. Immer den Button mashen, der gerade angezeigt wird, durch den man durchgefahren ist. Ja. Oh oh. Ich fängt mit A an. Mir nicht mal Mühe gegeben. Sigi, carryt euch alleine. Ich hab mir Mühe gegeben. Ja, verlierst du bloß jedes Minispiel. Gott. Ich hab mir nicht mal Mühe gegeben und ich hab am Anfang irgendwie beim Wechseln das zu früh gewechselt. Ja, das hab ich gemerkt. Marino und ich haben flawless gewechselt. Ja, das ist doch... Und das, wir haben trotzdem verloren. Geil. Ihr seid so geil. Marino, Mann. Nutz doch die dummen Ob, damit du Donkey Kong erreichst. Was machst du eigentlich in deinem Leben? Grad, ja, tut mir leid. Junge, schau mich Junge. Nicht so an. Junge! Mann! Marino kann auch nichts dafür, dass er dumm ist. Danke. Danke, Sigi. Danke, dass du mir beistehst. Lief Marino erleben. Ey, welcher Huso schreibt mich denn jetzt? Ach, leck mich doch. Ich. Reicht das? Ja, okay. Ja, Huso ja, runter. Komm. Los. Beug dich. Nee, warte. Andersrum. Alles gut? Geh rein, Mann. Nein. Hättest du erst die Map gecheckt, wenn die geht direkt vor dir. Das wäre ein klassischer Marino-Moment gewesen. Jetzt ist der da hinten. Wenn er hoch genug würfelt, kann er nicht erreichen. Gehst du zu mir oder was ist da für ein Feld? Ja, blau. Gehst du blau oder blau? Vielleicht. Wobei, vielleicht ist dort ein Feld gesetzt, Dings? Nee, okay. Ich geh. Tut mir leid. Ich würde rechts gehen. Rechts. Oh, hätte man die Nase noch
berührt beim Vorbeilaufen. Ja, das wollte ich eben Nasentackle. Warum gehe ich denn jetzt nach links? Guck auf den Pfeil. Ich bin pfeilblind. Ach so, du musst nach links. Weißt du denn, was links ist? Das ist die Seite, die nicht rechts ist. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ich kann auf den Butler. Ein Buch. Nein, ich gehe hier hoch. Auf deine Mutter. Dann komm ich, warte mal. Du kommst hinter DK, wenn du in die Röhre gehst. Wenn er hoch genug würfelt, erreicht er dich. Mhm. Ja, aber dann muss ich entscheiden, links oder rechts. Ich glaube, der geht da. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wo der hingeht. Warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, hier komm ich auch zum Battle, oder? Das ist ein Duell. Doch das gleiche. Nein. Nee, ich komme auf den roten. Nee. Ach. Willst du Duell oder in die Mitte gepackt werden? Duell. Duell. Gegen wen? Um wie viel soll's gehen? Alles. Gott. Fast alles. Das heißt, du hast Marino gewählt. Ja. Weil gegen mich hättest du nur 11 setzen können. Oh, wow. Gegen sie gehen nur 26. Wow. Okay. Um was geht's? Weiß ich nicht. Das ist ein Buttmasher! Nein, und ich kann nicht Buttmashen, Alter, ich werde so verlieren gegen Hack. Einfach A mashen. Ich muss drücken, okay, geil. Ja. Oh, ich hab Practice. Marino, Moment. Marino muss erstmal Buttmashen üben. Warum spielt ihr eigentlich hier im Weltall? Ohne Witz. Oh, das sieht schlecht aus für Marino. Marino sieht schlecht aus für Marino, er gibt sich nicht mehr Mühe. Da ist er weg. Oh je. Ich hab mir nicht mal Mühe gegeben. Ich hasse so hart Buttonmashen. Marino, ich fühle dich, ich bin auch schlecht im Buttonmashen. Ja, aber komm schon, ich hab mir echt keine Mühe gegeben. Und damit hat Marino sein ganzes Geld, was er von Ziggy hat. Das ist so wieder los geworden. Nein, die 29 Münzen habe ich von dir bekommen. Fuck! Du hast recht. Oh, er würfelt zweimal. Jetzt ist nur noch die Frage, ob er zu Marino oder zu Hack geht. Natürlich geht er zu Hack, ich weiß es ganz genau. Vielleicht geht er zu Mama Marino. Siehst du? Was? Dieses Spiel, es hasst mich einfach. Marino, das Spiel hasst uns beide, wenn ich bitten darf. Ja, sorry. Du bist endlich im Club angelangt, um zu verstehen, dass das Spiel mich hasst. Warum und jetzt denkst du auch so. Okay, okay. Die Kip bleibt einfach direkt vor Hack stehen, was soll das? Der portet sich nur, wenn man selbst in ihn reinrennt. Warum? Same is lame. Ach, das ist auch so dämlich. Same. Cringe, damn. Wenn zwei, wir müssen einfach einen Button wählen und wenn zwei Leute den gleichen Namen gehen wir nicht nach, geht niemand was nach oben. Was ist denn mit Tai haben? Ja, das ist halt. Was ich hätte jetzt gern Tai. A, B, L und R könnt ihr drücken. Okay, ich drück A. Die Schweizer Version von diesem Spiel heißt Ziggy Zaggy Zug. Hurifacken. Oh mein Gott, das ist der beste Name, den ich je gehört habe. Ziggy Zaggy Zug. Ey, Marino, ich hab gesagt, ich drück A. Tut mir leid. Ja, deine Mutter.
Josh! Was? Hör auf! Josh! Oh je. Du hast nur R gedrückt. Damit konnte ich verhindern, dass du gewinnst. Das war mein einziges Ziel, Siggi. Du machst keinen Spaß. Weißt du, wisst ihr, was mich abfuckt? Dass ich nur die Spiele, die Minispiele gewinne, wo ich einfach nur Glück habe. Ja, warum hast du dich auf dem Brett? Ich weiß doch auch nicht. Ach man, das ist doch... warte, Moment. Ich könnte mit der Röhre... Oha, ja. Aber du kannst einfach vor... Nee, Moment, der Port ist ja weg, wenn er von Hack... Ja, ja, mach das! Oh das mein heißt, Gott, du nimmst hier wirklich mein Donkey Kong weg? Ganz ehrlich? Ja. Wir sind keine Freunde mehr, wenn du mir meinen Donkey Kong jetzt hier weg. Als ob er genug, als ob er genug Glück dafür hat. Hack, es ist Marino, er hat Pech. Ja, aber Mama Marino hätte vielleicht auch was reißen können. Ja, nur halt nicht als Mutter. Okay, Papa Marino. Also ich schlecht an. Nee, damit. Hey Marino. Wie viele Runden noch? Okay. Ach man, warum? Also wenn ich jetzt hier vorbeigehe, zählt der als... Ja, der zählt als Feld. Eins, ja. Zwei... Drei, vier, fünf... Sechs, sieben, acht, neun, ich könnte zu euch, wenn ich das schaffe. Was bringt das dir? Ich will mitspielen. Okay. Egal, was ihr da macht. Ich bin der hier nicht mitspielt. True. Wow, sie hat das Timing geklappt, hinbekommen. Endlich mal. Und jetzt warpt er sich zu Siggi, damit er noch einen Stern bekommt. Das will ich auch hoffen. Ich brauche noch ein paar Sterne. Du musst jetzt auch zu uns kommen, sonst bist du ein. Ich kann das nicht entscheiden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich bin traurig. Nee, warte, bin ich gar nicht. Ich kann jetzt auch. Gebringert? Ich weiß nicht. Kannst du ihn abfangen? Ich versuch. Nee, du kommst auf mein Feld. Okay, leck mich schnell. Lieber auf Marinos Feld. Ich weiß nicht, inwiefern das besser ist, aber. Ja, Marinos nicht du. Yeah. And no kiss. Yay, Twister Mister für mich. Danke. So, bitteschön. Meine gute Tat für heute ist vollbracht. Ja, du, gute Taten. Wer's glaubt? Ey, ich bin voll nett. Das sagt niemand, der nett ist. Granit, get dabei. Endlich mal ein gutes Minispiel. Das ist wirklich ein gutes Minispiel. Was macht man da? Vor einem Felsen wegrennen. Oh, ich dachte, das ist ein Wattenmesser. Ach Gott, zum Glück. Ihr müsst nach hinten gedrückt halten, ja, zum Laufen und so. Cool. Dann nach hinten, okay. Nach unten. Ach ja, unten. Das ist besser erklärt. Ich bin gestolpert. Ich auch. Oh, ich bin tot. Und Hack ist tot. True. True based. Ja! Was oh je. Soll das? Oh, die Stelle ist schwer. Oh Gott. Ich dachte, die bonkt jetzt gegen die Decke. Wir doch nicht. Sebastian! Sebastian. Oh. Ja! Finish! Wir haben überlebt! Ja!
indem ihr mich vom Feld abgedrängt habt, möchte ich nur mal sagen. Ich hätte rechts drücken können. Ich hab nach rechts gehalten. Vertrau mir. So dumm bin ich nicht. Du hättest da auf diese Kante noch laufen können. Also keine Ahnung, was du... Das meinst du dann, was ich versucht habe? Ich bin nicht letzte. Ja! Ich bekomme fünf Felder. Nein, da bin ich doch gerade. Hör auf. Gott. Was ist Gott. Das denn? Du kannst mich auch immer noch hacken, ne? Ist okay. Das sind so viele Nasen auf einmal. Ihr werdet untergehen. Durch die Macht der Nasen. Okay. Bloß überschreib Yoshi einfach. Ja, mach jetzt. Moment. Das ist nicht mein Feld von mir, was du überschreiben kannst. Nur das von Siggi, überschreib das. Nein. Nö, Siggi ist cool. Er gewinnt! Na und? Twister ob. Ein Twister-Mister. Ist der Twister-Mister genau der gleiche wie bei Mario Party 5? Twister! Ja, die Opener heißt es. You'll be blown away to another space. Okay. Du bist in einer Runde zweimal auf einem Twister gelandet, wie schon mal anmerken. Ja, okay, ja, sorry. Und wir haben die Nicole des Maroni Momentoni. Ja, geil. Ich liebe es, wenn Marino Fragen stellt, die er sich mit Lesen selbst beantworten kann. Und wer kann ich lesen? Oh, natürlich. Natürlich. Oh, schon. Und dann hat er solches Glück. Hey, willst du auf Jamestown landen? Du kannst, wenn du willst. Vielleicht. Warte, wenn Siggi mir 2 Sterne kriegt, dann kann ich gewinnen. Wenn ja, aber guck mal, wenn du jetzt Chance-Time machst... Ich hab nicht genug Geld dafür. Das heißt, dass du mich dann auswählst. Das heißt, ich bekomme alles weg. Rechtes Chance-Time. Oh nee, eigentlich habe ich keine Lust auf Chance-Time. Aber sonst gewinnt Siggi. Und blau ist deine zweitliebste Farbe. Nein, links wäre ein Fragezeichen, fällt kein blaues. Du bekommst ein Fragezeichen. Du löst mich an und kannst theoretisch einen Stern auf dem Fragezeichen halten. Okay, in der Mitte. No risk, no fun, Marino. In der Kiste, links, rechts, oben, rechts. Ups. Oh oh. Ich hasse Marino. Danke für die 20 Münzen. Wieso hast du Marino? Du bekommst doch jetzt 2 Sterne. Ach so, okay, dann mag ich Marino. Oh. Nein. Oh nein, warum willst du mich einfach nein. Warum machst du das, Marino? Oh. Oh. Marino, ich warne dich. Wir waren die längste Zeit Freunde. Es tut mir leid, Hank. Jetzt auch, bis dir leid tut. Nein! Oh, Marino, du hast gerade echt ins Knie geschossen damit. Danke, Marino, ich liebe dich. Jetzt hast du zwar einen Feind mehr, aber... Sorry, Hackbruder muss los. No, Finn. Und jetzt gehst du nicht in Richtung Chance Time. Was für ein Schwächling. Mach ein Duell gegen Siggi. Das bin ich. Das sind meine Sterne, wie du... Ja, und? Kannst du dir von Siggi wiederholen? Siggi hat doch gesagt, du bekommst 2 Sterne. Habe ich dir gesagt oder nicht? Jetzt war's erst mal. Bitteschön. Nein, ich kann es nicht hier nicht. Hab ich es dir nicht gesagt? Ja, warte erst mal ab, ja? Wir entscheiden nach dem Minispiel. Ich bin ein Geist. Ich bin so schlecht im Spiel. Das ist eigentlich so logisch, wenn Bu so einen Knopf hätte, wo er sich so kurz durch unsichtbar machen könnte und dann... Ja. Ja. Ich hätte nichts dagegen. Ne? Und Toad bekommt sowas wie jedes Mal einen Pilz. Let's Play Super Mario 64, The Lost Levels. Jetzt einfach nur RNG, wer gewinnt. Ist das dein Ernst? Echt? Ja!
Was ja, eine Scheiße. Bei dem ich immer beide perfekt sind, ist es RNG, wer gewinnt. Und das ist dumm. Danke, Siggi. Oh Mann. Hast halt einen Skillcheck verloren, tut mir leid. Hast du auch Dr. Yoshi? Like, wenn du Dr. Yoshi hast. Ich hasse Dr. Yoshi, ich hab geliked. Ich möchte meine Sterne zurück. Ich möchte auch meinen Stern zurück. Hol dir die von Marino. In der nächsten Party will ich mit Tag im Team sein. Ach komm schon. Okay. Ich weiß, dass du unten auf einem von dem Feld von mir landest, aber ich weiß nicht, wo du oben landest. Ja, schön für dich. Oh. Hark ist toxisch und ich habe Angst davor. Schön für dich. Dann spiel einfach nie wieder mit mir. Gute Szene. Nein, ich hab dich doch lieb. Ja, deine Mutter. Dann spiel einfach nie wieder da mit dir, dann musst du auch nicht immer sagen, Hack, Tut mir leid, ich sag's beim nächsten Mal noch öfter. Battle. Oh nein. Was sagst du für ein Nein, geh weg. Es geht um geilen Swanny. Ich will ein Glücksminispiel. Nein. Ich will einen auch eins. Warum? Weil die lustiger sind. Was ist das Rechte? Das ist ein Glücksspiel. Aber nee, wenn wir das aushehlen, dann kommt das Schießspiel und ich hasse Schießspiele. Also. Dann wird doch bei das Schießspiel dann. Ach, egal. Oh. Wrestling Rapids. Rayman. Was ist das? Prügeln. Warte, was ist das? Push your opponents off the raft as it flows down the river. Okay. Fish upon a star, nur die Map wird nicht kleiner. Natürlich geht Josh direkt auf mich. Weil ich dich lieb hab. Schnauze. Wie du willst, meine Liebe nicht. Ich bin nur noch für Hugs Liebe hier. Warte, ich bin nur hier, oder? Ja. Wo bin ich überhaupt? Ach, da. Ist Yoshi, glaube ich. Warum bin ich in der Kick-Animation gefangen in der Luft? Hier sehe ich manchmal die halbe Map nicht. Oh. Oh, fuck. Nein! Yes. Wie macht der Zug? Noob, noob. Maul. Ich hab mich voll gesniped. Marion hat im 1 gegen 1 gegen Siggi leider keine Chance. Was sagst du jetzt? Ich glaube, das ist jetzt vorbei. Ja. Oh. Wir haben wieder einen Draw gemacht. Als ob. Yeah. Die 3 Sekunden haben mir dann gefehlt und dann sniped es mich einfach weg. Es sniped dich weg. Geh deine Mutter mal. Ja, mach ich gleich. Mach mal. Dann würde ich sagen, du schwitzt, geh dich mal duschen. Dann sag ich, geh mal duschen nicht. Geh mal duschen. Oh, Kind. Ah, Papa. Hi. Muss das eine Bratwurst kaufen? Das ist sehr gut. Also wegen Dr. Yoshi. Nicht wegen dir. Bin ich da direkt irgendwo?
Du bist direkt vor Bowser. Oh toll, war ja klar. Ich kann das nicht auf mich selber anwenden, oder? Nö. Da steht Use on a Space dran. Hm. Das wird die Maroni-Straße. Oh, du bist safe. Perfekt. Weil du gerade von UFOs entführt wirst. Yay! Liken wir UFOs. Wow, 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 wow. Ja, Bowser, war nett mit dir. Ich hau ab, ne? Bis dann, wir sehen uns beim Poker. Kind, wer den Pilz einsetzt. Du hättest es auch getan. Ja, aber ich bin ja auch ein Kind. Ich hab nicht mal gut gewürfelt. Komm auch runter. Danke. Für nix. Ich hab nix. Ich geb dir aber immer gerne nix, Siggi. Kuss-Emoji. Bald das für dich, ja. Jetzt auf Chance Time landen. Schade. Wir wissen, was das da macht, das Ereignisfeld. Was willst du? Zu Bowser? Nein. Schade. Oh, das ist fast. Nicht mal fast Chance Time, aber. Oh wow, ich darf zu Bowser gehen. Danke, Twister. Oh, Marino, danke, dass du das Warpfeld eingepackt hast. Zum Glück würfelt die Schachtel doppelt. Hack, wie viel Glück hast du? Gute Antwort. Blooper Scooper. Blooper Scooper. Wir müssen ein paar Bloops scoopsen. Okay. Also, man kann die Richtung ändern und auf A schwimmen. Wir müssen also A mashen und dabei ausweichen. Mashen? Mhm. Also einfach nur schnell drücken. Danke, dass du die Definition von Mersch genannt hast. Dankeschön. Und mich eingesaugt werden vom Strudel, Dinski. Und nicht gegen solche Boxen crashen. Nein. Nein. So, bis alle überlebt haben. Okay, meine geil. Nase war im Weg. Mal, Yoshi, Toad, Boo, One. Wow. Wer ist dieser One? Hey, Hack, das mir nicht mehr, hast du gewonnen. Hack ist nicht mehr anwesend. Ich weiß. Geil. Physisch vielleicht, aber nicht geistig. Geistig hat Hack diesen Call, das Land und diesen Planeten schon längst verlassen. Das ist okay. Marino, Moment. Mhm. Willst du was kaufen? Ich kauf mir was. Waschmittel? Genau. Welche Runde ist eigentlich die vorletzte? Nö, die vorvorletzte. Setz den Pilz an. Kein Interesse. Schade. Wenn Marino eine Einzel will, kann auf Chance Time kommen. Ich tausche gleich mit Marino die Plätze. Fällt mir nicht. Aber Hack darf ein Kind sein, oder wie? Ja. Na gut, sie ist 9, ich versteh's.
würde gerne noch ein Duell gegen Siggi spielen. Halt Small. Na. Oh. Und dann durch einen RNG-Check am Ende gewinnen. Ich hoffe, du bist stolz auf deine Siege. Ich bin stolz, dass ich mit Skill gegen dich gewonnen habe. Mhm. Ich komme jetzt nicht ernsthaft auf Chance Time, oder? Ja. Das Feld zählt nicht, oder? Ich glaube nicht. Du hast Glück gehabt. Oh. Nevermind. Ignoriere mich. Bitte sehr, dass ich das. Gib mir wenigstens meine Sterne zurück. Park, ich kann das nicht entscheiden. Gib mir meine Sterne zurück. Ich würde gerne Dr. Yoshi in Grund und Boden stampfen. Ich glaube, das Herz der Karten. Das Herz des Chance-Time. Oh, das ist Marino. Ja, eigentlich sollte ich meine Sterne Hack geben, weil ich bin nein, der Nein, ich will, dass Dr. Yoshi seine Sterne verliert. Oh Gott. Oh, sag bitte, dass irgendwas Cooles passiert. Ja, natürlich, immer. Junge, dann nimm halt diesen dreckigen 20er, ich hasse es. Siggi, das ist eine Tradition zwischen Marino und mir. Wieso machst du das jetzt? Du stinkst. Das ist eine freundschaftliche Sache. Zwischen uns beiden. Marino ist jetzt mein bester Freund. Ich will auch Freunde. Ja, aber du willst doch nicht Marino als Freund. Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Es hat seine Vorteile, wenn Marino sein Freund ist. Es ist abschreckend. Wie zum Beispiel? Das sage ich dir nicht, aber es gibt Vorteile. Oh, die Kirby-Map. Oh ja. Ich bin nicht Vorteile. Wir müssen Ground pounden und Siggi muss mashen. Oh Gott. Ich war schon, dass es ein bisschen leer noch. Müssen wir klein oder groß? Oh! Das war erstaunlich close. Ja. Aber gut, Siggi musste mashen. Der ist eher im Nachteil, wenn man nicht mashen kann. Ja. Leider bist du der Einzige, der hier mashen kann. Das finde ich gut. Das und Hack, wenn sie sich keine Mühe gibt. Dann ist Hack auch gut im Mashen. Stimmt. Stellt euch vor, Hack würde sich Mühe gegeben. U-Boy. Was? Wenn du dir Mühe geben würdest, könnte selbst Siggi dir nichts haben. Doch. Marino, geh auf das Fragezeichen da oben in der Mitte. Ich will wissen, was das muss. Na, kommt doch ein Feld vor Chance Time. Nee, ich muss ja eine 6 würfeln, ich hab 7. Eben. Nee, du hast noch 6 Felder. Nein, noch 7. Nein, noch 6? 7. Das ist 7, oh mein Gott. Deswegen. Also ich hätte es gerne herausgefunden, aber. Ja. Dann gehst du trotzdem dahin, dann wirst du vom Bowser gefahren. Aber wenn ich runtergehe, dann kann ich auch auf dem Fragezeichen-Dings. War cool. Ja, aber das ist noch. Yeah. Das sind nur die oberen Warpipes, die die Farbe ändern. Ah. Naja, Ereignis punkt ist auch was. Ereignis punkt. Badabidabawab. Bab. Oh fuck. Warum? So ein wunderschönes Lied. Geh hoch. Geh ich auf. Warum ist da alles voll mit deinen Feldern? Weil ich zufällig 100 Millionen Felder durch das eine Ding bekommen habe, durch das Event. Junge Leute, was ist euer Lieblings-Minecraft-Pokémon? Was willst du eigentlich? Ratio. Ich hoffe, das war verständlich genug. Wie viel habe ich? Mhm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ich kann auf Battle gehen. Wow. Battle. Duell. Oder wie wir Profis sagen, Düll. Düll. Frage ist gegen wen? Buh! Willst du? Ich will. Weil Nö. Ich deine Sterne hab. Machen wir Stern? Klar. Hack, du musst gewinnen, ich glaub an dich. Deine Mutter.
Meine Mutter feuert dich auch an. T-minus. Oh. Hört sich jetzt schon nach Mathe an. Hilfe. Mathe. Das ist eine Mondlandung, die. Ne, Moment. Ah, okay. Wir müssen so timen, den Ground Pound so timen, dass wir das grüne Licht erwischen. Ich dachte gerade, das wäre jetzt möglich, wo man auf dem Mond landet und das in genau 5 Sekunden machen muss, aber waren das 10 Sekunden. Nein, nein, das war die SpongeBob-Folge. Ah, Gott. Ich weiß nicht wieso, aber ich mag das Spiel irgendwie. Kack, was machst du da? Dumm sein. Ich merk's. Nimm mich mit, Sigi! Ja, das ist das Odyssey-Ending. Toad! Toad in Space! Space! Der Weltraum, unendlich der Weiten. Und Marine. Die unendlichen Weiten. Wow. Die Kacke endlich mal loswerden, die nervt mich. Da, geh dahin. Nicht das hinpacken. Doch, kannst guck, du mich mal benehmen? Nein, da ist jetzt so eine Buhrute. Na, dann müssen wir es packen. Einfach rein nach Schnauze backen. Haben wir jetzt keine Bute? Ich will keine Brute. Das ist unanständig, Sigi. Nein. Ja. Wann spielen wir Monopoly? Nö. Nein. Übermorgen. Na. Leute, bis übermorgen. Ja, ein geiler Silvester. Also, morgen und übermorgen habe ich Zeit. Was ist mit euch? Ich hab Jungs. Auch Zeit, tatsächlich. Mädel. Ich nicht. Wie, du hast keine Zeit für uns? Er bin muss nicht zu Hause. Er muss heftig böllern gehen. Dann auf Twitter darüber lästern, ja, dass die Leute Böller verboten. Ja, du bist ja nicht in Deutschland. Hier in Deutschland ist es wieder verboten. Bei mir haben Schweiz wäre es nicht verboten. Ich weiß gar nicht, ob es verboten ist, aber mich regen die Böller einfach nur auf. Es nervt mich. Ja, mich auch. Ich hasse jetzt Böller. Zur Corona-Zeit darf man das nicht. Das ist hier verboten. Movement-Jump. Das ist What Goes Up, aber die Version, wo man runtergeht, also quasi. Ja, aber what warum soll ich denn nochmal jumpen, wenn ich noch. Verstehe ich nicht. Das tut niemand. Einfach nach unten gehen. Das ist die Nachtversion. Warum ist die Nachtversion davon eigentlich nicht in Superstars? Weil es keinen Nachtmodus gibt. Doch, auf Horrorland. Nö. Nein. Finish! Mann! Alter Marino, das war arschknapp. Echt so. Ich wusste gar nicht, dass es ein Ziel gibt. Also Jungs, machen wir denn morgen ohne was mit Marino? Hab ich gehört. Danke. Wir lassen Marino sitzen. Ich will ja nicht mitmachen, selber schuld. Bock auf eine Runde Fortune Street. Nein, Yoshi, niemand will Fortune Street spielen mit ich dir, ich hab's okay? Noch nie gespielt, to be honest. Ich weiß nicht, wie gut das Spiel ist oder wie schlecht. Ich weiß nur, dass das Banger Remix ist das. Das heißt Fortune Street. Ja, also werde ich doch eh nur Pech haben. Wo ist das Problem? Ich spiele Super Smash Bros. Melee. Melee? Oh, ich glaube, ich habe morgen doch keine Zeit. Bruder muss los. Erwischt. Oh. Du kürzt bei Donkey Kong raus. Yes. Und beim Eselaffen. Oder soll ich sagen, ob Mario Party spielen will mit uns? Wir können eine Runde Mario Party Super Rush. Oh Gott. Das ist ein Mix aus Mario Golf und Mario Party. Das ist nicht lustig. Doch, eigentlich ist es ziemlich lustig, glaubt man nicht. Also objektiv gesehen ist es nicht lustig. Also objektiv gesehen hat dein Mann. Das ist. Oh, danke. Tja, Pech gehabt. Du hast nicht mal Kapseln. F. Aber er hat auf meinem Feld gelandet, das heißt, er liebt mich. Ich muss auf Chance Time kommen. Ich glaube, das beruht nicht gerade auf Gegenseitigkeit. Mega. Bitte gib mir mal ein paar Sterne auf Chance Time. Damit kommst du nicht auf Chance Time, du! Josh, tausch mal deine Sterne mit halt. Wow. Ulf.
cool. Nein, nicht dein Ernst. Oh Gott. Ich meine, du kommst in Donkey Kong, aber was bringt's dir? Was bringt es dir? Ich könnte noch zu Donkey Kong kommen. Fuck. Donkeli, Donkeli. Oh, sorry. Was soll das, Josh? Hör auf. Ah, das hast du gepostbuffert, um die 7 zu bekommen. Was auch immer dir die... Achso, die ist genau richtig für Donkey Kong. Nice. Klassiker. Jetzt bin ich zufrieden mit der Party. Das war eine gute Party, Marino. Leute. Gute Antwort, ja. Grant. Gute Antwort. Was hat... Er hat Grant. Marino geschrieben. Hallo. Warum kommt Grant eigentlich nur in den Streamer Marino anzusprechen? Weil er verliebt ist, offensichtlich. Und seine Liebe wird nicht erwidert, was das Problem an ihm ist. Der könnte einem fast leid tun, wenn er nicht dran wäre. Sorry, Doppel-X-Chromosom, ich kenne dich gar nicht. Snowball, nee, Snowball ist kacke. Das ist Doppel-X auch... nicht mehr? Ich habe keine Ahnung mehr von Biologie. Das ist Stage Fright. Kannst du es dir so merken? XX ist weiblich, weil beim Männlichen, das ist ja ein Y. Das heißt, man hat beim X ein bisschen was aufgegessen. Das ist die Intelligenz, die man dann bei den Männern aufgegessen hat. Darum ist dann Y. Oh, Huck, du bist... Mann, das ist die komplexeste und genialste Eselsbrücke, die ich je gehört habe. Hör auf, mich abzuschießen. Wie weicht Marino das überhaupt aus? Danke. Keine Ahnung, gar nicht. Aber hallo, Siggi. Hi, Josh. Pichuxielon ist männlich. Nee, das ist eine Pokémon-Edition, du Vollidiot. Ja. Ach, Grant hat Hallo Siggi geschrieben. Hallo Siggi. Hallo Huck. Die Siegerehrung, wer wohl gewonnen hat, was eine Überraschung. Mann, oh Mann. Ich hab noch Bonussterne. Ich meine, did you assume my gender? Der Minispielstern geht an... Marino. Nö. Genau. Oh, Überraschung. Am Anfang hatte ich die Hoffnung, dass ich den gewinne. Dann habe ich komplett versagt. Ich will den haben. Der Orbstern geht an mich. Oh. Ah, nee. Ich dachte gerade, weil der Stern über mir erschienen ist. Das habe ich gerade mal verwirrt. Was ist ein Actionstar? Ja, eigene Stern. Ja, dann Hack. Wow. Damit hat, hat verloren, ich wurde vorletzter. Ich bin Zweiter. Ich hab mit 2 extra Sternen immer noch verloren, geil. Wow. Ja, das sind, und 2 hab ich davon bekommen. 2 deiner Sterne. Ja, hätte ich jetzt die 2 Sterne noch von dir, dann hätte ich vielleicht ein bisschen gewonnen. True. Man kann den Umriss von Bu kaum erkennen, weil es so hell ist. Okay, das war's. Cool, cool. Gott, die klatschen wie Roboter. Warte, die Kurve noch. Warte mal. Was ist? Sieh jetzt, was ist da links? Was ist das da? Final Coin Count. Achso, okay. Mach mal weiter. Ups. Huck ist nie auf Character Spacen gelandet? Wie viele Orbs haben wir eingesetzt? Das war doch hier eben. Huck meinte ich so weiter. Okay. Oh, hätte ich mein Ein noch einmal, dann hätte ich ein Stimme. Ja, du hast deine ganze Pilzsammlung da geopfert. Und es gab Pilzsammlung. Und es gab 50 Chance Times. Yikes, das ist die Wiedergutmachung für Mario Party 5 gewesen. Ja, absolut. Shima Chance Time. Also dann, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Gibt's auch einen coolen Mode hier oder so? Nö. Es gibt Mike Mode. Was hat Mike jetzt damit zu tun? Der Mike. Ja, Mike. Obwohl, also nein, Mike ist scheiße. Aber Marino hat nur Tee getrunken. Aber hat Marino nur einen Tee getrunken oder nicht? Marino?
Ich habe einen Tee getrunken. Cool. Siehst du? Mhm, okay. Ich hatte zwar keinen. Also morgen und übermorgen und dann noch ich habe einfach. Darf ich jetzt eine Abmoderation machen? Ja, nö. Tut mir leid. Also ja, spielen okay, wir jetzt morgen was? Wir machen jetzt noch eine Party, warte. Nein! Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis also dann morgen, und ciao! Gute Nacht! Bis morgen!